Hallo ihr Lieben, mein Name ist Nikolas von Heyer. Ich stehe hier in Kiel-Schicksee, an einem kleinen Weiher. Heute ist Ostersonntag, der 12.04.2020. Eigentlich wollte ich Ostern mit meinem Sohn schön in Schweden verbringen, aber durch die Corona-Pandemie sind wir jetzt gezwungen, ein bisschen hier in Kiel auf Survival-Tour zu gehen. Wir möchten heute eine Nacht in den Wäldern übernachten. Wir sind blutige Anfänger. Wir haben zwei Hängematten mit. Unser Tarp kam durch die Krise noch nicht an, da müssen wir improvisieren. Ich freue mich, wenn ich, falls die Nacht heute schön klappen sollte, und bin gespannt, ob ich das hinkriege. Und wir werden sehen. Erstmal suchen wir uns ein schönes Stückchen Platz jetzt im Wald. So, wir sind jetzt im Wald, so ein bisschen in the middle of the nowhere. Ich weiß noch nicht genau, wie breit das alles sein muss. Ich habe es zwar im Film schon gesehen. Es gibt ganz tolle, bin ich auch sehr dankbar für, dass es sehr tolle Kommentare und Videos auf YouTube gibt, die man sich ansehen kann. Hier ist eine kleine Lichtung. Ich denke, hier vorne werden wir eine Hängematte hinspannen und in die Bäume mit dem Tarp dann so runter, und dann haben wir hier noch einen kleinen Platz in der Mitte, vielleicht für ein kleines Lagerfeuer heute Abend. Wir räumen erstmal alles ein bisschen hier frei, denke ich, und dann zeige ich euch, was ich mitgebracht habe für Material. So, wir haben ein bisschen aufgeräumt, vielleicht sieht man das einen Tick, hoffe ich. Ich habe alles vorbereitet, was wir so mit haben. Wir haben hier unsere Hängematte von Kovatschur. Mit Moskitonetz. Noch ist es ja Ostern, wir hoffen, wir haben nicht so viele Mücken oder sowas. Mal gucken. Es gibt... Da ist leider nichts was für unten dabei. Von daher haben wir uns gedacht, wir legen die Isoliermatte in die Hängematte, damit wir gegen Bodenkühlung etwas haben. Bei den Schlafsäcken haben wir im Grunde auch gespart. Man denkt immer schon, es ist Sommer, aber es wird noch kühl. Dieser ultraleichte Schlafsack hier, der hat eine Komfortzone bis... Von plus 10 Grad bis minus 5 Grad. Aber dazwischen ist ja immer, ne, so, also da wahrscheinlich, wo es wirkt, ist in Plusgraden. Wir werden mal gucken. Dafür habe ich so einen Innenschlafsack, den ich von meinen Hüttenwanderungen sonst kenne, wo man sonst zu decken hat. Vielleicht bringt der noch 1-2 Grad. Das ist so meine, möchte ich gerne mal austesten, wie das so geht. Zusätzlich haben wir uns noch so eine kleine Wolldecke mitgebracht, die wir vielleicht noch unter oder auf die Isoliermatte legen und uns da ein bisschen einkuscheln können. Einen Poncho haben wir noch mitgebracht. Vielleicht kann man mit dem noch was machen. Oben rüber oder als Dach. Müssen wir mal schauen. Ein Tarp haben wir nicht. Dafür haben wir was mitgebracht. Das ist eigentlich eine Plastikplane für den Untergrund. So, ich habe auch schon im Internet gesehen, man könnte da auch so eine Art Dach machen und sowas. Jetzt haben wir unsere Hängematte und wir planen, das drüber zu spannen. Dafür habe ich hier verschiedene Bänzel mitgebracht. Und ich bin gespannt, ob das klappt, wie das klappt. Sonst haben wir natürlich auch ein Messer mit. Wir haben eine kleine Säge mit, um die Äste vielleicht noch abzusägen. Wir haben einen Spaten mit, um eventuell für ein Feuer hier ein bisschen das sicher zu machen, ein bisschen Loch zu buddeln. Wir gucken mal, wie es klappt. Okay, dann fangen wir an und ich fange an, mit der Hängematte das mal auszumessen, wie wir hinkommen mit den Schnüren. Und ich packe es mal aus. Gut. Vor außen
ist es wichtig, hier besser? Ja, muss ich das ein bisschen hinwursteln. Kann man leben, ne? Aber hier ist es oben so. Ja. Hier war ein Knick drin hier, aber so ist ganz angenehm. Aber die ist jetzt nicht so ganz so breit, also passt hier gut rein. Also, Hast du genug Band? Nee, ich hab wenig Band. Ja, zieh mal. Kommst du das mal rum? Ja, jetzt bin ich. Warte, wenn ich rumkomme. Ja, du musst ein So, wir haben die erste Hängematte aufgebaut. Ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe mal gelesen, dass die Bänzel so in 30 Grad Richtung stehen sollen. Das erfüllen wir hier nicht ganz. Ich habe ein Geodreieck mit, das will ich nochmal ausmessen nachher. Ich bin auch froh, dass die Knoten schon so gehalten haben. Wir haben schon ein paar Probe drin gelegen. Super. Ja, erstmal gefällt mir das Zeltchen so. Jetzt werden wir das andere aufbauen und und dann mal uns einrichten mit dem ganzen Schlafsack und Gedöns noch und einmal Probe liegen. Ja, und dann mache ich weiter hier mit. Mal gucken, wo wir ein bisschen uns was kochen können dann. Jetzt ist es auch schon 19 Uhr, dann habe ich ein bisschen Hunger und dann werdet ihr meinen Kocher sehen. So, jetzt haben wir fast nahezu identische Hängematten mit Dächlein aufgebaut. So bin ich erstmal ganz zufrieden. So. Ob wir jetzt hier noch was spannen müssen, wie der Wind ist heute Nacht, das weiß ich nicht. Wir haben noch ein paar Schnüre parat. Jetzt werden wir die Matten innen einrichten. Die eine hat ja schon die Isoliermatte drin. Und wenn wir dann da alles fertig haben, dann wollen wir gucken, wo wir ein bisschen erstmal unser Abendessen einrichten werden und einnehmen werden. Ja. Ja. Können wir hier verfeuern, ne? Ja. So, vielleicht ein Blick in mein Inneres. Ich habe jetzt eine Isoliermatte, die sich mit Luft füllt, ne? Und die fühlt sich ganz gut an. Darauf habe ich jetzt eine Wolldecke so gelegt, halbiert. Darauf kommt mein Schlafsack. Er sieht sehr dünn aus, also ich weiß nicht, was ich da mitgenommen habe. Das wird ein sehr spannendes Experiment werden. Sieht nicht so richtig dick aus. So. Und hier innen drin ist noch mein Schlafsack, den ich immer auf Wanderung mit hatte. Normal gibt es so in Wanderhütten Decken, die man dann darüber legt. Zur Hygiene. Im Sommer reicht mir der, da wenn ich irgendwo am Strand schlafe. Aber jetzt so um Ostern bin ich mal gespannt. Aber ich habe ja auch noch genügend Sachen mit, die ich anziehen kann. Von daher bin ich gespannt. Aber so erhoffe ich mir erstmal, dass es einigermaßen warm hält. Ich bin mal gespannt und jetzt geht es weiter, dass wir uns was zu essen machen und eine Feuerstelle mal herrichten.
Ja, wir haben noch ein kleines Gimmick hier, so eine kleine Nachtlampe. Wie viel Licht das bringt, werden wir nachher mal sehen. Können wir jetzt ein bisschen hin und her schieben. Ja. Mal gucken. Hallo, jetzt haben wir ein bisschen hier freigeräumt und ich werde jetzt hier in der Mitte eine kleine Kochstelle machen und das ein bisschen gemütlich machen und haben Sitzgelegenheit mit, ne, für den, das Gesäß noch so kleine Isoliermatten und ja, wir bereiten das ein bisschen vor, graben ein kleines Loch und dann sehen wir uns wieder, wenn alles fertig bereitsteht. Letztes Jahr bin ich um Schleswig-Holstein gewandert, da hatte ich auch den Kocher mit. Und da habe ich schon eine Ersatzkartusche mitgebracht, falls die jetzt gleich den Geist aufgibt. In meiner letzten Wanderung habe ich noch was Schönes mit aus Norwegen. Ein norwegisches Rentier-Stew. Das ist eigentlich ganz einfach, man macht Wasser heiß, kippt das hier rein. Lässt es ziehen und wenn man Hunger hat, so wie jetzt eigentlich nach der Arbeit hier, dann kriegt man eigentlich jedes alles runter und diese norwegischen Richte kann ich super empfehlen, super leicht und sättigen sehr gut. Feuer geht, ein bisschen Spiritus ist noch drin. Es gibt andere Systeme, die ich auch super gut finde, das ist noch so ein älteres System hier eigentlich, geht. Manche Gaskartuschen gehen, sind noch ein bisschen einfacher zu handhaben. Aber ich war letztes Jahr 3 Wochen in Schleswig-Holstein herum unterwegs mit Hund und Zelt. Und da hat es mir gute Dienste geleistet. Und auf deine Hund nicht? Können wir machen. Was weiß ich, können wir zusammen holen. Hier haben wir ein paar gute Steine entdeckt. Da werden wir uns mal 3, 4 mitnehmen. Gutes Anzeug. Anbrennstings. Jetzt kommen die Fetten nochmal rauf. Oh, gerade ist das Gas hier ausgegangen, aber das Wasser ist heiß genug. Das ist jetzt hier so eine. Ja, ein Trockenfutter. Da kippe ich das rein. Da ist eine Markierung drin. Einen Löffel umrühren. Und jetzt kann man das zumachen hier oben, das ist eine Nasche, und das ein bisschen garen lassen. So, ist ein bisschen Zeit vergangen. Im Moment haben wir schon ein Essen, ein norwegisches Rentier. Ein Topf. Wasser ist schon drin, das muss jetzt 5-6 Minuten ziehen. In der Zeit haben wir schon hier ein bisschen eine kleine Feuerstelle gemacht. Und dann werden wir es gleich, wenn es ein bisschen dunkler wird, uns das ein bisschen gut gehen lassen. Wir werden das relativ klein hier halten, aber es macht schon Spaß, so ein bisschen das mal auszuprobieren. Und wir haben auch Wasser genug da, wenn das ein bisschen Funken geben sollte, werden wir sehen. Ich habe aber jetzt schon Lust, das alles hier auszuprobieren. Ich habe richtig Hunger.
Mit den Steine schleppen ist mir auch warm geworden, also noch ist es nicht zu kalt. Und ich freue mich. Kartusche noch mal aus. Hoffe, dass ich dann weiß, wie das geht. Und dafür, dass ich eigentlich erst richtig Angst hatte gestern noch, dass wir hier gar nichts zustande kriegen, bin ich froh, dass ich heute auch auf YouTube ein paar Videos gesehen habe. Ich bin euch echt dankbar, Jungs, dass ihr so viele Tipps gebt, wie man was aufzeigen habt. Und man bekommt Lust, hier draußen zu sein. Es ist jetzt echt, es wird ruhig. Die Vögel stand dann noch, weil hier der See in der Nähe ist. Das ist eine tolle Stimmung. Und es ist schön, auch in der Zeit hier mit Corona einfach mal rauszukommen. Wir sind hier ja nur zu zweit. Hier ist keine Menschenseele. Es tut gut, trotzdem mal den Kopf frei zu kriegen. Und einfach die Natur zu genießen. Ich mache das schon super gerne. Aber sowas mal jetzt wirklich aber nur ab und zu mal rauszugehen, das ist dann doch was ich noch nicht ausprobiert habe. Und ich kann mir vorstellen, wenn das heute Nacht läuft, dass man dann wirklich mal irgendwo eine Tour wandert auch und dann ein paar Tage das mal durchzieht. Nicht nur eine Nacht. Bisher habe ich immer letztes Jahr mein Zelt mitgenommen, mehr gezeltet. Auf Campingplätzen einmal auch frei. In Schleswig-Holstein darf man einmal frei campen in der Nacht. Aber wir stören hier ja auch keinen. Und das hat natürlich hier noch ein bisschen was Uriges, dass man echt so weiß, denkt, was würden wir essen, wenn wir sowas nicht hätten. Aber so weit sind wir noch nicht, dass wir ganz Survival. Ich glaube, wir haben viel zu viel mitgeschleppt an Klamotten. Dass wir also, wenn wir sowas wiederholen sollten, nochmal, worauf kann man verzichten, was ist wirklich wichtig, hier so ein Messer und sowas, haben wir schon gemerkt, um Holzstein zu kriegen, ist das wichtig, ne? Also, es stimmt schon alles so, wie ihr das gesagt habt. Und jetzt nehmen wir uns noch einen schönen Kaffee zum Essen. Manchmal isst man in der Wildnis immer Sachen, wo du denkst, das passt gar nicht. Aber man freut sich dann schon, wenn man mal irgendwie überhaupt was Warmes hat, wenn einem kalt ist. Was meine Erfahrung vom Campen auch war. Und man kann mit wenigen Dingen dann glücklich sein. Das, was man hat, das hat man, isst man. Und dann braucht man kein Vier-Gänge-Menü, reicht. Wir haben nachher noch eine Suppe. Das ist nicht eine Mahlzeit für uns beide hier, aber wir teilen uns das erstmal und dann kommt der zweite Gang, also die Vorspeise. Gut, dann sehen wir uns nachher wieder, wenn wir das Feuer anmachen. Und dann sagt euch mein Sohn mal, wie es ihm geschmeckt hat. Gut. Jetzt wollte ich mal gucken, ob ich das mit dem Feuerstein hier ankriege. Ich habe das gesehen in einem Video. Bin sehr gespannt. Ein bisschen Schiss hat man. Komm, ein paar Funken gehen noch hier. Oh ja. Das müssen wir üben. Yes. Ja, juhu! Die Suppe ist fertig. Und jetzt haben wir den Kocher gewechselt. Wie man hier sieht, ist das der alte. Eigentlich ganz easy. Ist schon lange her. Und ich dachte erst, wie mache ich das? Aber man muss halt hier unten das aufdrehen, Gas zumachen, aufdrehen. Dann kommt der Nipsel raus und dann kann man das hier unten hier auch abmachen. Die neue wieder hier mit den Bügeln festmachen und dann wieder aufschrauben. Also oft ist es einfacher, als man denkt. Aber es hat geklappt. Und jetzt haben wir wieder schöne heiße Suppe. Und das Feuer war wieder ordentlich. Das mit dem Rest hier war nur Pillepalle. Jetzt haben wir eine schöne warme Suppe. Das ist der zweite Gang. Das erste war, ging so, ne? Ja. Das konnte man essen.
kann man essen. Ja. Gibt verschiedene Sorten. Das war jetzt Rentier. Ich hätte auch serbische Bohneneintopf und sonst für alles. Aber generell kann man da überleben und schmeckt auch ganz gut. Ja. Jetzt teilen wir uns die Suppe und dann kommt der Nachtisch. Hier war die Suppe drin, da bleiben immer ein paar Reste, so, damit ihr morgen wieder Kaffee kochen könnt. Eine Trinkflasche nehmen und die spritzt so herrlich hier, weißt du, dann kann man das eigentlich, kriegt man, da kommt ordentlich was raus hier. Man braucht auch nicht viel. Und wie ihr seht, ist das alles schick. Schick. Es ist dunkel. Ja. So, das Essen war super lecker, die Nudeln nachher. Und wir hatten einen schönen Nachtisch noch. Schwedisches Gebäck. Jetzt haben wir schon mal hier getestet. Wir haben nachher auch zwei Stirnlampen für jeden. Die gehen, dass wir noch wissen, wo wir sind. Ja, und jetzt mache ich hier gleich mal das Feuerchen an. Noch brauchen wir das Licht nicht. Aber es ist immer schon gut, dass man weiß, wo es ist. Ich weiß nicht, ob. Also, mich würde das super interessieren mit dem Zunder. Aber den haben wir noch nicht. Aber das wäre mal eine Idee. Rüdiger Nebeck ist 85 geworden. Das war ein toller Mann, mit dem ich groß geworden bin. Das heißt, er hat tolle Leistungen gebracht, als ich noch Jugendlicher war. Sowas wie er zu machen, ist krass. Krass, was er so, was er auch für Überlebenstipps er hatte. Das war eigentlich immer auch mal ein Traum, sowas mit ihm zu machen, aber. Obwohl Kiel-Hamburg nicht weit weg ist, hab ich das irgendwie auch nie geschafft. Es ist manchmal wichtig, Träume, die man hat, eigentlich zu leben, solange man noch jung ist und Zeit hat. Nicht zu lange auf die lange Bank schieben. Viele von meinen Freunden sagen immer, wo sie überall noch hin wollen oder hin wollten und haben es nie geschafft. Und das stimmt, man muss die Tage nutzen, wenn man kann und wenn man jung ist. Dann sich seine Träume noch erfüllen und nicht erst, wenn man nachher gar nicht mehr kann. Und ich bin froh, dass wir das heute gemacht haben. Weil sowas wollten wir schon immer machen. Und vielleicht ist es ja auch mal für uns jetzt ein Signal, mal öfter sowas zu machen. Wird das easy. Aber gleich ziehen wir uns nochmal unsere Jacke an. Ja. Dann kuscheln wir uns ein. Ja. Easy. Also gerade bin ich einfach am Schwitzen, Alter. Ja, hier ist es am Schwitzen, wir haben Feuer. Oh, es ist richtig schön heiß, ne? Ja. Perfekt im Holz. Mhm. Na, Höhe dürfen wir auch nicht machen, also. Nee. Und dann ein paar Funken da hochgehen. Ja, und dann passiert BAM. Ja. Das ist so höher, nicht mehr höher, so ist gut. Mhm. Das ist auch gut, dass wir ein Loch gehabt haben. Genau, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. So, jetzt ist es 9:30 Uhr. Feuer geht allmählich zur Neige. Man sieht unser kleines Lichtchen hier noch so, was wir aufgehängt haben. Wir gucken gleich, wie das von innen wirkt.
Ich bin jetzt auch schön bettmüde. Wir haben uns noch ein Bierchen gegönnt und wollen mal sehen, wie jetzt die Nacht wird. Wir haben noch ein paar Sachen zum Überziehen mit. Aber ich bin gespannt. Noch ist es, auch durch das Feuer hier natürlich, so, sind wir gut durchgewärmt. Aber ich werde berichten, wie es uns die Nacht ergeht. Und ich freue mich jetzt schon mal da in das Bettchen reinzukuscheln. Das war vorhin schon sehr gemütlich. Ob man daran schlafen kann, habe ich jetzt noch nie getestet. Ich bin voller Hoffnung, dass man vielleicht auch ein bisschen so hin und her schwingt. Und ja, vielleicht ist es ja so wie im Boot. Ich bin gespannt und werde morgen berichten. Eine schöne Nacht wünschen wir. Wir haben es gerade 2 Uhr nachts und ja, was soll ich sagen, man ist die ganze Zeit am Aufwachen und versucht es gleich nochmal zu schlafen. Gute Nacht. Ziemlich viel los hier im Wald. Es ist kurz vor 7. Die Nacht fing ganz schön an. Es war kuschelig warm. Aber im Laufe des Morgens jetzt wurde es relativ frisch. Und da haben wir beide beschlossen, die Zelte jetzt hier abzubrechen. Und ja, es war ein schönes Experiment mal. Vielleicht die falsche Jahreszeit mit der Ausrüstung, die wir jetzt so hatten von den Schlafsäcken. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich probiere es gerne mal in ein paar Wochen wieder aus. Ich hoffe, unser kleines Video hat euch gefallen, dass ihr auch mal sehen könnt, wie so zwei, die sich gar nicht auskannten, es doch geschafft hatten, hier doch ein ganz gutes Konstrukt hier zu bauen. Ja, und ich bin gespannt auf mehr. Jo, tschüss. Tschüss.